kann also in wenigen Augenblicken losgehen. Noch ist es relativ ruhig. Die Schlitten stehen im Parc Fermé, also die Athletinnen in dem Fall, Athletinnen, genau, wir sind ja bei den Frauen, haben die Schlitten abgestellt. Die Jury kann also schauen, ob alles regelkonform ist. Und sie bereiten sich jetzt auf ihren Start vor. Neben mir steht der Jurypräsident des heutigen Rennens. Und da können wir gleich mal fragen, als Jurypräsident, was hat man da eigentlich für eine Aufgabe ganz konkret? Ja, ganz konkret ist die Aufgabe die, dass wir als Jury, wir sind ja zu dritt, schauen, dass einfach das Reglement eingehalten wird, dass alles regelkonform abläuft. Und wir sind da in Verbindung mit der Rennleitung, mit der Organisation und auch mit den ganzen Kampfrichtern hier. Und bis jetzt schaut alles recht gut aus. Was können Sie denn eigentlich zur Bahn sagen? Wir haben uns ja gerade im Vorfeld ein bisschen unterhalten, ob die Bedingungen soweit stimmen. Ist hier wirklich alles in Ordnung? Man redet ja ganz oft davon, dass die Bahnarbeiter auch hier in Altenberg ganz besonders gute Arbeit leisten. Also wir haben das erlebt, dass wir im Training teilweise nicht so gute Verhältnisse hatten, dass es Schneefall hatte, aber die Bahnarbeiter, die haben wirklich ihr Möglichstes getan und wirklich meine Hochachtung vor diesen Arbeitern. Sehr schön. Also ist alles angerichtet, es kann jeden Moment losgehen, Sie sind zufrieden, es könnte also auch jetzt schon passieren. Es könnte jetzt schon passieren, die Bahn wird nochmal kurz durchgespritzt und dann denke ich, haben wir eigentlich optimale Verhältnisse für das Rennen heute. Also da freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass wir hier in wenigen Minuten ein hoffentlich spannendes Rennen erleben werden und somit gebe ich wieder ab zu Ron. Ja, schönen guten Morgen von mir hier unten aus dem Zielbereich. Schauen Sie mal, hier wird noch kräftig geschippt. Ja, damit alles läuft. Da oben steht der Bodo schon bereit, da wird dann die Siegerehrung sein. Hier unten? Ich hab noch eine. Nee, ich hab leider keine Hand frei, weißt du, immer wenn man ein Mikrofon hat. Und hier bildet sich übrigens immer der sogenannte Lake Altenberg. Ja. Leider wird der Bauunternehmer noch gesucht, der soll sich nach Brasilien abgesetzt haben, denn ein, zwei Leute hätten noch Fragen an ihn. So, dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Hier, und hier ist ein Kran mit einem Kranführer. Arbeitest du gerade oder können wir mit dir reden? Entschuldigung. Are you working or you have a minute? I'm working. No, you just pretend that you are working. Ich habe übrigens Geburtstag im Februar, also Mutti, wenn du mich siehst, so ein Kran würde gut bei uns in den Vorgarten passen. Also, Kamerakran, Sie sehen es, da oben ist die Kamera dran. Er über uns bewegt nur den Kran, dann gibt es noch einen richtigen Kameramann, der steht noch irgendwo und regelt den Rest. Und wie es im Ü-Wagen aussieht, werden wir uns heute auch noch angucken. So, hier stehen irgendwann ein paar Journalisten und später dann auch ganz, ganz wichtige Leute. Mal gucken, was wir keinen Knoten hier reinmachen in die Kabel. Und dann ist eigentlich das Gleiche wie immer. Hier kommen irgendwann Skeletons heute vorbei. Die Bahn nicht mehr ganz so voll Schnee. Also kann sein, dass man heute richtig bis hoch gerutscht kommt hier. Na, ein bisschen matt sieht sie noch aus. Wenn sie dann nachher frisch gespritzt ist, dann sieht man so eine richtige Glasur drauf. Das heißt also, könnte das eine sehr schnelle Bahn werden. Vielleicht sehen wir heute einen Bahnrekord. Wir sahen ja gestern fast einen. Denn Thomas Dukurs, der Mann, der das Herrenrennen gewann, da wurde zwar in einer Grafik angezeigt, Bahnrekord, aber es war keiner, wie sich später herausgestellt hat. Denn man hatte vom, glaube ich, Intercontinental Cup einen sehr schnellen Lauf vergessen. Also der Bahnrekord ist nicht an Dukurs gegangen, aber es könnte heute Bahnrekordwetter sein. Denn es ist nicht zu kalt, keine große Luftfeuchtigkeit, also die Bahn dürfte eigentlich auch nicht bereifen. Wollen wir uns mal überraschen lassen.